Ja, also wir haben jetzt hier eine Fläche vorbereitet, in dem also jetzt mit einer Kreiselecke sehr intensiv der Boden aufgerissen wurde. Das heißt, das Gras ist jetzt ein bisschen eingedämmt und wir haben jetzt eine gute Voraussetzung, dass das Saatgut hier schön in die Zwischenräume fallen kann und dann im Prinzip gut nach dem Andrücken, nach dem Anwalzen aufkeimen kann. Ja, wir haben jetzt hier mal eine Versuchsfläche so vorbereitet, dass wir im Herbst des vorigen Jahres ein Stück abgedeckt haben mit einer Folie, um die Vegetation einzudämmen, und ein anderes Stück nicht abgedeckt haben, nur bearbeitet haben. So, vielleicht können wir mal kurz drauf schwenken. Man sieht hier also weitestgehend kaum noch Gräser. Dagegen auf der unbedeckten Fläche. Hier sind noch viele Gräser. Wir haben also jetzt die Menge Saatgut abgemessen, dass man die so auf die Sektoren, die wir jetzt hier haben, gut ausbringen kann. Und wir machen das so, dass wir also praktisch die vorgegebene Fläche einmal längs abschreiten und das breitwürfig ausstreuen für längs. Und dann wird die zweite Menge dann nochmal rübergebracht, dass es dann auch für quer nochmal ausgesät wird. So wird dann das Saatgut gleichmäßig auf die Fläche verteilt. Wir haben jetzt hier für dieses Saatgut eine Menge von 10 Gramm auf den Quadratmeter.